So, und hier bleibst du. Ja, das hast du vermasselt. So, was können wir denn hier alles benutzen? Ganz viel natürlich. Was haben wir denn hier alles? Regal, Telefon, Alumann, Sofa, Droggelbecher, Lampe, Tür. So, also das hier ist Droggelbecher. Haben wir ja schon ein bisschen kennengelernt. Wir gucken erstmal in das Regal. Fang den Frosch. Wie jetzt? Knobelomania. Kann ich auf die ganzen kleinen Teile drücken? Mit der Kuh durchs Haus. Krass. Wie minimal müssen die das denn gesetzt? Yazzi Fatale. Wo ist Bobo? Ja, wo ist denn der Bobo? Zu Gast bei Dr. Glibber. Sind das jetzt Bücher oder Spiele? Vertical Scrabble. Das Reinhard-Fendrich-Quiz. Sechs fliegt raus. Sechs fliegt raus? Ich kenne nur sechs nimmt. Also soll das wahrscheinlich sein. Spargelzeit. Oma kriegt die Tür nicht zu. Oma kriegt die Tür nicht zu. Dinge im Bad. Die Reiter aus der Mogelei. Aus der Mogelei, ja. Gut, was sagt denn Harvey zu den ganzen Spielen? Was hältst du davon, Harvey? Ich bekomme Ausschlag von Gesellschaftsspielen. Okay, sehr eindeutig. Ach so, wir haben hier noch gar nicht. Captain Unbrauchbar kann seine eigene Unterschrift fälschen. Nein. Das gelingt sonst niemandem. Der ist ja mal mega krass, der Typ. Captain Unbrauchbar kann sein... Ich kann Gesellschaftsspiele nicht ausstehen. Und das ist die dämlichste Spielesammlung, die ich je gesehen habe. Kann sie denn mit den Spielen reden? Ich verdächtige... Halt. Satz schnell. Halt. Bleib doch da. Ich verdächtige Stiesel mit dem Topflappen im Aufenthaltsraum. Ich verdächtige Droggelbecher mit der Zickzackschere im Heizungskeller. Wie geil. Ich verdächtige den Bienenmann mit dem Fußnagel in der Gruppentherapie. Was man hier so alles noch anklicken kann, das ist ja Hammer. Ich verdächtige Edna mit Harvey vor Ednas Zimmer. Ich verdächtige Dr. Marcel mit dem Poloschläger im Wäschelift. Ich verdächtige Stiesel mit dem Topflappen im Aufenthaltsraum. Nein, wie geil das ist. Ich verdächtige Droggelbecher mit der Hatten wir schon? Ich verdächtige den Bienenmann mit dem Fußnagel in der Gruppentherapie. Ich kann Gesellschafts... Und das... Ich verdächtige Ach so, die sind gar nicht auf die Spiele. Ach so. Ja, ich dachte schon, da haben sich aber einen Haufen Arbeit gemacht. Nee, der Schrank gilt als Schrank und der hat halt nur mehrere Sprüche. Man muss halt mehrfach anklicken. Verstehe. Was hältst du davon? Gut, kann er immer noch nicht leiden. Ich dachte, versuch's mal. Hier ist noch ein Spiel. Das war Waldi. Das war Waldi? Hier ist noch ein Spiel. Pferderally. Okay. Hier ist noch ein Spiel. Pandemonium. Pandemonium. Hier ist noch ein Spiel. Captain Unbrauchbar. Verfolgungsjagd im Honkmobil. Ja, das würde ich gerne mal spielen. Hier ist noch ein Spiel. Quiz-Oase. lecker. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Okay, ich wollte eigentlich hier, ne? So. Hier ist noch ein Spiel. Bulettenburg. Hier ist noch ein Spiel. Bulettenburg 2, die Star Wars Edition. Juhu.
Hier ist noch ein Spiel. Inspektor Schnatter. Hier ist noch ein Spiel. Kalte Kühe, heiße Eisen. Hier ist noch ein Spiel. Beat the Pot. Beat the Pot. Jawohl. Hier ist noch ein Spiel. Scotland Billiard. Oh, oh nee. Hier ist noch ein Spiel. Zu Gast in Pepes Restaurant. Oh, nett. Hier ist noch ein Spiel. Key Factor. Hier ist noch ein Spiel. Flip Chip. Hier ist noch ein Spiel. Mads Madhouse Management. Ja. Auch nicht schlecht. Hier ist noch ein Spiel. Chaos im Büro 2. Jetzt spielt der Chef verrückt. Kann ich denn die Unterschrift fälschen? Hier ist noch ein Spiel. Los Duplicos. Geht das wie das macht zwar Spaß, ab. Ah, nee, damit geht das nicht, okay. Schön. Hier ist noch ein Spiel. Okay. Was können wir denn noch benutzen? Na gut, Lampe. Tja. Also wenn ich noch irgendwas vergessen habe, schreibt das bitte in die Kommentare. Dann hole ich das bei Gelegenheit nach. Ich würde sagen, gehen wir doch mal hier zum Telefon. Zu der Telefon. Den Hörer hat wohl der Typ da draußen. Schild. Kann man die wieder irgendwie benutzen? En garde! Gut, dass Sie diese Trainingsschilder hier aufgestellt haben. Juhu. Ich muss mich später bei diesem Ritter vom weißen Wurm auf blauem Grund bedanken. Splatsch. Kann man das eigentlich auch bei dem Schild? Sieht nicht so aus, ne? Left. Ach so, das gilt als ein Schild. Verstehe. En garde! Gut, dass Sie diese Tränen... Ich muss mich... Hier gabeln sich unsere Wege. gut, den Rest können wir ja nicht... Es ist nicht festgeschraubt. Es hält ein... Bild? Kann man... Ne, red mal hier damit. Hallo, Schild! Hast du mir was zu sagen? Wende dich rechts, um zum Telefon zu gelangen. Danke, freundliches Schild. Ich benutze dieses Schild zur Orientierung. Ja, voll. Das Telefon ist rechts. Sehr schön. Ach. Das Schild hätte ruhig ein wenig subtiler sein dürfen. Noch subtiler. Poetisch und deprimierend zugleich. Oh, kann man es mitnehmen? Ich lasse es lieber dort. Der Künstler scheint bereits ein hartes Leben zu führen, ohne dass jemand rumgeht und seine Kunstwerke stiehlt. Hallo, kleiner Vogel. Was bedrückt dich so sehr? Ich will doch raus. Ich kann dich gut verstehen. Oh, der arme Vogel. Ich lasse es lieber dort. Der Künstler scheint ohne... Schmutzen wirst du wahrscheinlich dann auch nicht, ne? Geht gar nicht. Nein, das soll heil und... Heil und sauber bleiben. Nein, das... können wir mit dem hier noch reden? Sprich mit mir, Kunst! Hallo, Edna. Hier spricht die Kunst. Was macht die Kunst Kunst? Kunst du dir das nicht denken? Ach ja, schön. So, Telefon. Ein Telefon! Endlich kann ich mit meinem Anwalt telefonieren! Wenn ich mich nur an die Nummer erinnern könnte. Ach, Mist. Oh, halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Ich dachte schon. Komm, es mitnehmen. Fest an der Wand verschraubt. Aber das ist halb so tragisch. Es ist un... Oh, Münzschacht. Der Münzschacht. Können wir da nochmal... Guck mal da rein. Leer. Ist leer.
Und Gabel können wir auch benutzen. Hallo? Kein Amt. Kein Wunder, der Hörer fehlt. Lea. Vielleicht brauchen wir der Wählscheibe. Kann man die hier nehmen? Wenn ich das nehmen würde, könnte ich mit Fug und Recht behaupten, die Wahl zu haben. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich das nehmen. Leider habe ich nicht die Wahl, denn es ist fest mit dem Telefon verbunden. Oh, grausames Wortspiel. Es war doch sehr schön. Ich liebe Wortspiele. Wisst ihr doch, ich liebe Wortspiele. So schlecht sie auch sein mögen, ich liebe Wortspiele. Lampe, können wir die besudeln? Nebenessen erstmal mitnehmen. Okay. Hey, warte. Die Lampe ist durch ein Kabel mit der Wand verbunden. Sehr clever. So kann man sie nicht klauen. Red mal mit der Lampe. Geist der Lampe, erfülle mir einen Wunsch. Ich höre. Bewahre den Spieler davor, alle Gegenstände nach versteckten Gags abzusuchen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Computer sagt nein. Ich mach das trotzdem. Keine Chance, es ist kaputt. Der Hörer fehlt. Ich dachte, du kannst aber mit dem Telefon reden. Hier. Hau mal auf die Lampe. Ich habe eine Idee. Poloschläger mit eingebauter Beleuchtung. Wenn nachts die Sicherung ausfallen, kann man einfach in den Keller reiten und ein Tor machen. Auch schön. Ich habe eine Idee. Schon wieder die elektrische Zahnspange? Nein, Stifte mit eingebautem Solarium. Wer schreibt denn heute noch per Hand? Oh, eine Menge Leute. Sie sind nur eben alle so blass. Ja, dann geht das ja doch. Ich will gar nicht wissen, wie der bei Licht aussieht. Okay. Ich will gar nicht wissen, wie... Was damit? Ich werde mir meine eigene Lampe schnitzen. Aber wo bekommen wir das Schnitzel her? Ich werde mir meine eigene Lampe schnitzeln. So benutzbares Sofa. Sitz Nein. uns mal hin. Erstens habe ich keine Zeit, mich auszuruhen. Zweitens hat jemand alle Polster entwendet. Oh. Dann mach doch mal weiter. Schnick, schnack, schnack. Mal gucken, ob ich hier einen Schalldämpfer für meine Primärwaffe finde. Moment mal, wo sind denn die ganzen Kissen hin? Okay, das wird nix. Was hat sie geschrieben? Edna Rules. Ah ja. Natürlich. Wer sonst? Ah ja, hier, den können wir noch. In diesem Bild gehen Captain Unbrauchbar die Ideen aus. Schön. In diesem Bild muss Nützlich Boy wieder auf dem Sofa schlafen. Der arme Junge. In diesem Bild macht Captain Unbrauchbar von seinem Recht Gebrauch, seinen Anwalt anzurufen. Da kommt nichts rein. Im Gegenteil, da kommt was raus. Hoffentlich. In diesem Bild macht Gut, haben wir schon. Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, mysteriöse Muster auf den Rand seines Sudoku-Heftes zu zeichnen. Oha. Captain Unbrauchbar hat die Gut, das hatten wir schon. Und hier? In diesem Bild hat sich Captain Unbrauchbar verfahren. Oh mein Gott. Im nächsten Bild sucht Nützlich Boy im Handschuhfach nach dem Stadtplan. Zwei Bilder. Kann man mit der Gabel noch? Ja, nicht sonderlich viel. Nein, das können wir jetzt auch noch überall verwenden. Sehr schön. Können wir da noch was reinschreiben?
Kann man das sonst wie besudeln? Lieber nicht. Vielleicht ist es die einzige Verbindung nach draußen. Okay, also nicht. Und hiermit? Lieber nicht. Was sagt der Hase dazu? Guck mal, Harvey, ein... Ja, ein Münztelefon. Du musst mir nicht immer alles zeigen. Ich habe auch Augen im Kopf, weißt du? Das schon. Aber sie sind nur aufgenäht. Was sagt denn Harvey zum Sofa? Guck mal, Harvey, ein Sofa. Wie traurig. Du musst mir eins versprechen, Edna. Ja? Schick mich bitte nicht zum Polsterer, wenn mir mal das TFHSE ausgeht. Dir wird das TFHSE niemals ausgehen, kleiner Kumpel. Was hältst du von der Lampe, Harvey? Sie ist ein Instrument des Lichts. Wie ich? Was denn? Ich bin auch ein Instrument des Lichts. Das Licht hat mir zum Beispiel neulich befohlen, die Motten zu essen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der alte Taschenlampentrick funktioniert hat. Was sagt denn Harvey dazu? Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja, mir auch, kleiner Kumpel. Lass uns dem Gesicht einen Schnurrbart malen. Ach, Harvey. Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja. Lass uns dem Vogel einen Schnurrbart malen. Ach, Harvey. Schau mal, Harvey, ein Schild. Ich führe nicht zum Schilde. Das weiß ich doch. Ich wollte dich nur auf dieses Schild aufmerksam machen. Mir gefällt dein verdächtiger Unterton nicht. Mann, Harvey, komm mal runter. Ich hab doch nur... Wenn ich planen würde, die Raumzeit zum Kollabieren zu bringen, wäre der Himmel dann nicht orange-rot? Was? Aber der Himmel ist heute orange-rot. Das kann viele Gründe haben. Gerade so noch die Kurve gekriegt. So, noch irgendwas. Kabel? Münzschlitz? Ich brauche eine Münze. Ach so. Na dann. Hallo? Kein Amt. Kein Wunder. Gut, der Hörer fehlt ja. Wozu? Es ist kaputt. Kann man damit reden? Diese Leitung ist tot. Keine Chance, es ist der Hörer. Hey, kriege ich nicht noch Wechselgeld? Nope. Schade. Hallo Wählscheibe. Bei den letzten Wahlen habe ich für dich gestimmt. Ach, du warst das. Gut, jetzt haben wir aber, glaube ich, wirklich alles durch. Wir können noch hier damit reden. Echo! 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 Oh! Dieser Münzschlitz funktioniert wie ein Wunschbrunnen. Man darf sich nur was wünschen, wenn man eine Münze reinwirft. Meinst du, ja? So, gut, zum Abschluss hören wir uns noch den lieben Poki an. Der abgerissene Telefonhörer, mit dem Jupp-Jupsen zu telefonieren pflegt, ist ja eines Lieblings-Items, die man mit sich rumsteppen kann. Ich finde es ganz interessant, wie selbstverständlich halt irgendwie diese Edna halt erstmal Juppis Telefonat halt nimmt, obwohl sie ja eigentlich eins und eins zusammenzählen kann und halt eigentlich weiß, dass das so nicht ganz funktionieren kann und dann halt dieses Spiel halt ganz natürlich mit sich weiter rumträgt. Schon wieder Spoiler. Und deswegen finde ich es auch schon fast ein bisschen schade, dass man den Telefonhörer hier an dieser Stelle tatsächlich physisch richtig benutzen muss, um aufzulegen, um halt an eine Münze zu kommen. Ja, das ist fast ein bisschen schade, dass man das Rätsel nicht weiter auf der Ebene lösen muss, sondern halt hier irgendwie in die Realität zurückkehren muss. Ganz wichtig fand ich übrigens, um Ednas Charakter noch ein bisschen Tiefe zu geben, dass sie hier tatsächlich in diesem Screen das erste Mal für irgendetwas auch ein bisschen Respekt zeigt. Sonst ist ja eher von kompletter Respektlosigkeit geprägt. Also im Gespräch mit Harvey streiten sich darüber, wie man Respekt überhaupt schreibt. Das ist die Kunst der Insassen. Das wird Edna plötzlich ganz unangemessen mitfühlend, wenn sie sich die Sachen anguckt. Und das sind tatsächlich zwei der wenigen Objekte im ersten Kapitel des Spiels, die man nicht beschmieren kann und nicht kaputt machen kann, weil sie wirklich das als wichtig erachtet, dass die ihre Mitinsassen sich auf diese Weise hier an der Pinnwand ausdrücken. Okay, gut. Dann
hat der kleine Poki doch mal wieder gespoilert. Naja, ich wusste das ja eh schon. Ich habe versucht, da irgendwie was rauszuholen, war mir aber nicht sicher, ob das so geht oder ob ich dafür den Hörer brauche. Gut, das wissen wir jetzt auch. Ich würde sagen, wir speichern dann an dieser Stelle mal wieder. Speichern wir mal hier. Und dann geht es in der nächsten Aufnahmesession weiter. Macht es gut und wenn ihr Kommentare habt, in die Kommentare damit. Wenn es euch gefallen hat, liken natürlich. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder oder in einem anderen Video. Bis dann. Tschüss.